Ich muss zugeben, dass der Motorradfahrer selbst einen Fehler gemacht hat, weil er auf der linken Straßenseite gefahren ist. Und da werden Sie mir sicher zustimmen. Schauen wir uns an, was passiert ist. Dies wurde auch von ein paar anderen Motorradfahrern aufgenommen. Also schauen wir uns an, wie es aus Ihrer Perspektive aussah. Brett, you right? Brett? Brett? You right? You right, mate? You right? Yep. Alle waren sehr besorgt, ob es ihm gut geht, aber er meldete sich schließlich und sagte, dass es zu keiner Verletzung gekommen sei. Nächstes Mal wird er wahrscheinlich mehr darauf achten, auf welcher Straßenseite er fahren muss. Stellen Sie sich vor, Sie fahren mit über 150 Kilometern pro Stunde auf der Autobahn und plötzlich stoßen Sie auf ein Hindernis, das Sie ausweichen müssen. So war es bei diesem Motorradfahrer, aber ich muss zugeben, dass es sein Fehler war, da dieser Abschnitt der Straße wegen Bauarbeiten für den Verkehr gesperrt war. Lassen Sie uns sehen, was tatsächlich passiert ist und wie der Motorradfahrer reagiert hat. Offensichtlich hat er sich sehr erschrocken und zum Glück blieb der Motorradfahrer auf seinem Motorrad, aber er hat sofort seine Geschwindigkeit halbiert. Rücksichtsloses Fahren endet in den meisten Fällen nicht gut. Schauen wir uns an, wie es diesem Motorradfahrer ergangen ist. Das war wirklich knapp, aber es scheint, dass der Motorradfahrer trotzdem keine Angst hatte, denn er setzte seine rücksichtslose Fahrweise fort, ohne auf andere Verkehrsteilnehmer zu achten. Hier haben wir ein weiteres Beispiel dafür, wie Fahrer versuchen, rücksichtslos zu sein und wie sich das letztendlich gegen sie wendet. Irgendwie hat er es geschafft, die Kontrolle über sein Motorrad zu behalten. Aber ich bin mir sicher, dass dies das letzte Mal war, dass er so etwas gemacht hat. Es ist wirklich unglaublich, dass er überhaupt nicht in seinen Rückspiegel geschaut hat und den Motorradfahrer beinahe in Gefahr gebracht hat. Und das Schlimmste ist, dass er seine Fahrt am Ende fortgesetzt hat, als wäre nichts passiert. Solchen Fahrern gehört einfach nicht auf die Straße. Eine interessante Situation ereignete sich auch auf dem Parkplatz dieses Geschäfts, wo der Autofahrer vergessen hatte, seinen Kofferraum zu schließen. Der Motorradfahrer bemerkte es und machte ihn darauf aufmerksam. You
your boot. Einige Fahrer haben einfach zu viele Probleme und achten überhaupt nicht auf solche Dinge. Aber das kann auch sehr gefährlich sein, insbesondere wenn sich ein schweres Objekt im Kofferraum befindet und bei hoher Geschwindigkeit aus dem Auto fällt. Ich muss zugeben, dass dies im Vergleich zur vorherigen Situation eine noch verrücktere Situation ist. Palermo. Este boa. Survivor 3. Ein Obdachloser hat einfach auf der Straße seine Matratze ausgezogen und wollte sich dort etwas ausruhen. Eine wirklich ungewöhnliche Szene. Es ist uns bereits bekannt, dass es viele Fälle gibt, in denen Fahrer einfach die Ampeln ignorieren. Und einer dieser Fahrer ist auch dieser Autofahrer. Hier haben wir noch einen weiteren Fahrer, der nicht auf seinen Rückspiegel geachtet hat, hat jedoch zumindest seinen Fehler anerkannt, sich bei dem Motorradfahrer entschuldigt und damit die Situation entschärft. Dies ist der Beweis, dass eine Entschuldigung jede unangenehme Situation verändern kann. Zum Abschluss dieser Episode haben wir noch zwei interessante Situationen. Das war es für heute. Danke, dass Sie die Episode angesehen haben. Wir hoffen, dass Ihnen unsere Episode gefallen hat. Wenn Ihnen ein bestimmtes Detail besonders gefallen hat und Sie Ihre Meinung dazu äußern möchten, hinterlassen Sie bitte Ihren Kommentar, liken Sie das Video und abonnieren Sie den Kanal, damit Sie keine zukünftigen Episoden verpassen. Im Anhang finden Sie ein paar weitere Episoden. Viel Spaß dabei! Ihr Motowelt.